Also momentan, ich weiß nicht, gegen Leipzig verlieren war und jetzt diese Scheiße hier. Schreibt mir dementsprechend auch Transfervorschläge in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Anregungen. Wen soll ich verkaufen? Wen soll ich kaufen? Ich bin gespannt. Sehr gut, zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Dortmund Karrieremodus. 21. Episode heute und wir sind bereits im November angelangt, beziehungsweise Ende November. Heute geht es in die letzte Episode vor der Transferperiode und die wird, denke ich mal, richtig interessant für uns. Wir werden einige Spieler, für die wir definitiv Angebote bekommen werden. Allerdings ist das jetzt momentan noch nicht relevant. Erstmal geht es noch in der Bundesliga weiter und zwar mit folgenden Spielen. Es geht erstmal gegen den VfL Wolfsburg im Signal Iduna Park, danach noch in der Champions League gegen den FC Chelsea, dann gegen den ersten FC Köln und zwar auswärts im Rhein-Energie-Stadion und dann gegen den VfB Stuttgart im Achtelfinale des DFB-Pokals. Auch das werden wir simulieren, genauso wie das Spiel hier. Die beiden anderen davor werden wir spielen und dann in der nächsten Episode geht es zu Hause gegen den FC Bayern München und in die Transferperiode bis zum Derby gegen den FC Schalke 04 wird eine Special-Episode, wird also relativ lang werden. Könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären richtig, richtig nice. Würde mich tierisch darüber freuen, wenn wir das packen würden. Videobeschreibungslink zu IG Vault auf jeden Fall auschecken. Momentan noch 6% Bonus wegen der EM und 6% Rabatt auf eure Bestellung mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu könnt ihr mich unterstützen, würde ich mich darüber freuen. Instagram, Twitter sind auch in der Videobeschreibung und jetzt legen wir los mit dieser Episode. Immerhin mal zwei Türken, die man halbwegs verpflichten kann. Nicht super, aber in Ordnung noch. Es geht los gegen den VfL Wolfsburg, zweiter in der Tabelle, direkt 5 Punkte hinter uns. Wir können heute also den Vorsprung ausbauen, zwar hat Mainz auch 28 Punkte, aber trotzdem wollen wir natürlich die Wolfsburger auf Distanz halten. Das ist unser Ziel im Signal Iduna Park. Wir springen rein, viel Spaß. Schauer, ungemütliches Wetter, aber trotzdem natürlich wieder eine überragende Kulisse im Signal Iduna Park. Das kennt man aus Wolfsburg ja normalerweise nicht so, da sollte die hoffentlich genug flashen. Borussia Dortmund mit Horn, Piszczek, Mustafi, Bartra, Rodriguez, Çalhanoğlu, Özyakup und dann noch Wissam Ben Yedda, Kevin Volland und Romelu Lukaku. Ich komme mal durcheinander, wenn ich das Ganze vorlese. Bitter. Diego Benaglio, Sebastian Jung, Dante Naldo, Schäfer, Gustavo, Draxler, Arnold, Kalli, Juri, Kruse, Schürrle. Kein einziger Transfer beim VfL. Allerdings eine andere Formation als normalerweise. Sieht interessant aus. Wir jumpen rein in die Partie und holen uns die 3 Punkte. Vamonos! Lukaku wollte den Fallrückzieher ansetzen, aber jetzt El Shaarawy, ja, der wird gerade noch so vom Ball getrennt. Gute Anfangsphase, wir machen ordentlich Druck auf das Tor vom VfL, beziehungsweise kommen die gar nicht hinten raus eigentlich. Bisher fehlt nur noch der zwingende Abschluss, den verhindern sie bisher noch ganz gut. Ball in den Lauf von Lukaku, der ist nicht im Abseits, weil Naldo es aufhebt und Benaglio im Stehen, ohne Reflex eigentlich. Und jetzt muss das sein. El Shaarawy 1:0, jawohl. Benaglio verschätzt sich beim Rauskommen. Der Kopfball kommt nicht zustande, aber El Shaarawy ist ja da und macht das 1:0. War es außerhalb vom Fünfer oder warum wurde es nicht abgepfiffen in der Situation? Ja, auf der Grenze. Volland war da am Ball und Dante kann nicht mehr hin. Und wir führen 1:0 gegen den VfL durch Stefan El Shaarawy. Sehr, sehr schön. Gutes Zuspiel. Gefährliche Freistoßposition, da ist Çalhanoğlu ein bisschen ungestüm von hinten reingegangen. Wir stellen mal einen Mann auf die Linie, vorsichtshalber. Julian Draxler werden sie ablegen. Jawohl, sie legen ab. Maxi Arnold und vorbei. Gustavo abgefälscht. Jetzt kommt der VfL langsam nach vorne. Das wollen wir natürlich eigentlich gar nicht so sehen, aber vielleicht können wir ja über einen Konter kommen. Das ist jetzt Özyakup, der rennt voll in Ben Yedda rein, aber Volland hat noch Platz und kriegt den Ball zugespielt. Das sah gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt Übersteiger und zurück. Jawohl, jetzt die Flanke auf El Shaarawy, der kommt nicht ran, aber da steht ja noch Hakan Çalhanoğlu. Naja, Özyakup auf seine Nationalmannschaftskollegin. Çalhanoğlu hat viel zu viel Platz. Und wird wieder abgeblockt, aber El Shaarawy ist noch da. Schöne Ball an und Mitnahme. Die Flanke, zweiter Pfosten, Kopfballchance, aber nicht genug. Wissam Ben Yedda, freigespielt von Lukaku. Ben Yedda 2:0. Das geht viel zu einfach. Da lässt Wolfsburg mich viel zu einfach durchlaufen. Zweiter Halbzeit sind mittlerweile schon angebrochen und Ben Yedda macht das 2:0. Lukaku mit der Vorlage. Ja, guckt euch das an. Das ist einfach viel zu easy. Gegen Schäfer im Laufduell ohne Probleme. Naldo und Dante stehen die hinten drin. Naldo kann auch nichts machen. Easy. 2:0. Langer Ball auf Ben Yedda. Perfekte Mitnahme. Das wäre das 3:0 gewesen und damit die endgültige Entscheidung. Schade. Erstmal vertagt. Stark von Özyakup. Lukaku. Ben Yedda. Hätte ich mal auf Özyakup gespielt. Oh, Çalhanoğlu.
Hui, den hätte ich ihm gegönnt. Autsch. Das war ziemlich gefickt vom Ex-Wolfsburger Rodriguez, der jetzt raus auf Romelu Lukaku, der heute irgendwie mehr Außenbahnspieler oder Vorlagengeber ist als Torschütze selber. Zurück auf El Shaarawy. Ja, Özyakup nochmal. Oh, ja, er läuft da weg. Letzte Chance nochmal für Wolfsburg abgewehrt und dann vereitelt durch Timo Horn. Sehr schön. Und dann ist auch Schluss. Ein souveränes 2:0, ohne länger gewackelt zu haben gegen den Zweiten aus Wolfsburg. Das war ein sehr schöner Auftritt und wir bauen den Vorsprung auf Wolfsburg zumindest auf 5 Punkte aus. Mal sehen, wie Mainz gespielt hat. Aber das scheint doch alles wieder extrem gut zu laufen. Tore, ja, einmal durch Stefan El Shaarawy und das 2:0 dann durch Wissam Ben Yedda. Also zwei, ja, mehr oder weniger Nicht-Stürmer, die getroffen haben. Freut mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, damit kann man wunderbar ins nächste Spiel in der Champions League gehen gegen Chelsea. Mal sehen. Mainz gewinnt gegen Köln. Okay, das heißt, Mainz bleibt weiterhin oben. Aber Darmstadt gewinnt gegen Bayern. What the fuck? Training ist an der Reihe. Und wir haben ein A bei Pulisic. Ui, was ist denn da los? Den nehmen wir jetzt aus dem Training raus. Auch ein A bei Volland. Sehr schön. So, Freunde, jetzt gilt's. Gegen den FC Chelsea. Es muss eigentlich gewonnen werden. Ansonsten sieht's schlecht aus in der Champions League-Gruppe. Wir wollen nicht rausfliegen. Saitien spielt gegen Celtic, gegen den wohl einfachsten Gegner. Und wir müssen gewinnen, um weiterzukommen. Das ist unser Ziel. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben nicht den besten Kader zur Verfügung. Aber wir werden trotzdem alles versuchen. Wir geben alles. Und dann packen wir das schon. Auf geht's gegen Chelsea. Wir sind an der Stamford Bridge und es regnet schon wieder. Das hatte ich gerade gar nicht gesehen. Mann, ich muss darauf achten. Normalerweise spiele ich nicht im Regen. Aber gut, so ist es realistisch. Kann ja auch in Realität passieren. Wird ein schweres Spiel, gerade im Regen. Für Lukaku ein besonderes Spiel gegen seinen Ex-Fan alter Wirkungsstätte Courtois, Ivanovic, Cahill, Hummels, Azpilicueta, Mikel, Matic haben wir da gerade noch gesehen, Hazard, Fabregas, Willian, Diego Costa. Sehr, sehr starker Elf. Auf jeden Fall Godin wieder nicht mit von der Partie. Warte mal, ist das im anderen Karrieremodus? Das ist im anderen Karrieremodus. Auf jeden Fall trotzdem auf jeden Fall eine schwere Partie. Zweimal auf jeden Fall. Übrigens, Verwirrung hat letztes Mal geherrscht. Ja, Lukaku kam ja von Chelsea. Wurde an Everton verkauft und ist mittlerweile bei Dortmund. Horn, Hüja in der Verteidigung zusammen mit Mustafi, Batra, Rodriguez. Davor Rode, Castro, Volland, Kagawa, Dembele und Romelu Lukaku. Starke Elf, aber nicht A11. Mal sehen, ob wir es trotzdem packen. Volland mit der Balleroberung. Ganz wichtig hier in der Anfangsphase. Ein Zeichen zu setzen. Kevin Volland und Courtois wehrt ihn ab. Schön verlängert auf Gonzalo Castro. Gute Ballmitnahme mit dem Kopf. Ah, dann kommt William. Ist noch schwierig. Super Timing. Den Ball holt er sich. Oh Gottes Willen, das war so schlecht gemacht. Horn ist aber da. Sehr schön. Ja, kommt Rodriguez nicht mehr da. Und jetzt hat er außen gut aufgepasst. Diego Costa. Den Ball hält er gut. Horn rettet uns da gerade erstmal. Wei, oh wei. 0-0 zur Pause bisher. Halbzeit, es ist noch nicht viel passiert. Wir müssen noch mehr pushen, es geht so nicht. Ah, Leute, wir brauchen ein Tor und zwar dringend. Oh Gott, Diego Costa im 16er 1-0. Und zeitgleich führt San Etienne mit 1-0 gegen Celtic. Das kann nicht wahr sein. Oh, scheiße, Mann. Wir hätten das letzte Tor gegen San Etienne niemals kassieren dürfen. Der Ball wieder bei Dortmund. Was ist das, Castro? Was ist das? Und du willst mehr Spielpraxis? Ich habe jetzt umgestellt auf Dreierkette. Ja, wir sind jetzt im 3-5-2 aktiv. Nee, 3-4-3 sogar. Und habe Emre Mor gebracht und Ozan Özyakup. Oh Gott. Oh. Rodriguez ist linker Mittelfeldspieler. Also wir werfen jetzt wirklich alles nach vorne. Muss aber auch, weil sonst... Oh Gott! Wird das nichts mehr. Mor, jetzt komm. Alter, was ist das? Was ist hier los? In der ersten Halbzeit ging es doch auch noch. Ozan! Noch nicht vorbei die Szene. Dembele nochmal in die Mitte. Da ist Emre Mor! Mann. Noch 20 Minuten und sie machen sich überhaupt keinen Stress. Hier, guck mal nach, da läuft keiner nach vorne. Das ist schlimm. Keiner bietet sich mal an. Lukaku jetzt mal. Komm, setz dich durch, Junge. Setz dich durch. Einfach durchpowern. Vorbei an Cahill. Oh, nee, auch kein Foul. Fuck. Jetzt wird Courtois nervös. Das ist Castro. Gonzalo Castro. Meine Fresse nochmal. Natürlich verletzt sich jetzt Emre Mor. Ey, das ist doch einfach nur beschissen hier. 2 Minuten sind's noch. Letzte Minute, es geht nichts. Es geht nichts nach vorne. Es ist so unfassbar schlecht.
was wir hier spielen. Wir spielen eigentlich gar nichts. Jetzt nochmal ein Ball auf Dembélé. Der ist doch schneller als Hummels, aber er hat natürlich auch keine Energie mehr. Kann sich aber durchsetzen, geht in die Mitte. Komm, Dembélé. Oh nein, Alter. Eckball. Letzte, vielleicht letzte Aktion, vielleicht zumindest ein Unentschieden rauszuholen. Castro, direkt auf den Torwart. Du Bratwurst, Alter. Oh, wir fliegen aus der Champions League, weil wir so ein scheiß Gegentor gegen Saint-Étienne bekommen. In der 90. So ein dummes Gegentor. Oh, Mann. Oh, ja, Chelsea-Fans, freut euch. Ihr wart auch schon vorher weiter. Ist das bitter, ey. Also momentan, ich weiß nicht, gegen Leipzig verlieren war und jetzt diese Scheiße hier. Nur weil die Euroleague gewinnen. Saint-Étienne gewinnt 3:0, aber es ist ja auch egal. Yo, 2 Monate fällt Emre Mor aus. Ellenbogenfraktur, natürlich, als wenn sie alle schon schlimm genug wäre. Ah. Wir spielen mit B, weil keiner fit ist in Köln und verschenken wahrscheinlich die 3 Punkte Vorsprung, die 5 Punkte Vorsprung. Wir haben zuletzt 3-mal verloren, aber das muss ja absolut nichts heißen. Ihr seht schon Oxford, Dragovic in Verteidigung, Durm davor, dann Özyakup und Weigel, Paslak spielt, Ben Yedder in der Sturmspitze, weil Lukaku nicht ganz fit ist. Ach ja, nach 40 Minuten liegen wir immer noch nicht zurück, das muss man ja positiv sehen, ich bin gerade wirklich sowas von negativ. Oh, die haben Aubameyang und Martins gekauft und jetzt kommt Lukaku doch rein. Und Calhanoglu macht tatsächlich sogar das 1:0, das ist ja sehr schön, dann verlieren wir zumindest momentan. Schon mal sehr wahrscheinlich nicht, aber es ist noch nicht vorbei. Gewinnen wir das einfach. Wir gewinnen das einfach. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall Balsam auf die geschundene BVB-Seele momentan. Wir trainieren mal wieder unser Team und wir haben Upgrade bei Passlag und sehr schlechte Ergebnisse. Sehr, sehr, sehr schlechte Ergebnisse. Aber eine 70 verpasst. Zumindest eine gute Nachricht haben wir die Episode noch. Marco Reus ist zumindest wieder im Training. Unser absoluter Topstar momentan. Ach, das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Jetzt geht's im Pokal. Gegen Stuttgart. Jetzt wird's ernst. Fünferkette, natürlich. Zuletzt unentschieden gegen Gladbach, davor verloren gegen Frankfurt und verloren gegen Hertha BSC. Wir spielen auswärts und das ist natürlich mal wieder so ein Problemfall, ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen. Mal sehen, was da so passieren wird nach 25 Minuten. Nichts und El Shaarawy macht das 1:0. Das ist schon mal ein sehr guter Auftakt. Momentan läuft es auch auswärts einigermaßen. Wir spielen auch mit einer deutlich besseren Elf als Stuttgart, wenn man das sich mal anschaut. Voller macht das 2:0. Damit sind wir auf jeden Fall auf der safen Seite. Passler kommt für Pisscheck rein. Okay, Insua verletzt sich. Ramos bringt sie nochmal ran. Der Ex-Dortmunder. Ausgerechnet der Ex-Dortmunder. Aber wir gewinnen trotzdem. Na, Halleluja. So, und das war's dann auch schon für diese Episode. Wir sind Erster mit 7 Punkten, 8 Punkten Vorsprung vor Mainz 05. Wir sind aus der Champions League rausgeflogen und nichtsdestotrotz sind wir im Pokal immer eine Runde weiter. Das ist ganz gut. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung auf jeden Fall auschecken. Instagram, Twitter, Facebook und natürlich auch IG Vault. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und sagt mir, ob ihr glaubt, dass wir die Euroleague gewinnen können. Da wäre ich sehr interessiert dran. Ja, mal schauen, was die nächsten Wochen dann so passieren wird hier bei BVB, auch was Transfers angeht. Das gibt es ja in der nächsten Episode. Schreibt mir dementsprechend auch Transfervorschläge in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Anregungen. Wen soll ich verkaufen, wen soll ich kaufen? Ich bin gespannt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode eben wieder. Bis dann, passt auf euch auf, macht's gut, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.